Merkst du, Asiaten werden viel stärker diskriminiert bei den Oscars. Ganz schön eingebildet, was? Hör zu, ich weiß, die ordentlich Showboys bringen sie rein. Ich möchte rausfinden, wieso. Nein, scheiße, den kenne ich nicht. Setara sagt... Wieso? Aber... So, auf ein neues. Aufgepasst, ich folge gerade einer Spur in Chinatown. Ich glaube, es ist ein ordentlich Schuhunterschlupf oder sowas. Ich sag euch Bescheid, wenn ich was finde. Okay. Halt die Augen nach allem auf, das wir in Bezug auf den Börsenhack brauchen können. Ja, schön, dass wir das schon sehen. Aber effektiv ist ja hier nichts. Da ist der Hund schon mal ausgeschaltet. Oh, die haben den Hund wieder aufgeweckt. Schade. Angriff auf unser Netzwerk. Ich nehme es erstmal offline. Schlecht für mich. Ja, wenn ich die Wache schon mal sehe, können wir uns auch eben kurz um den kümmern. Es ist eine Schalldämpferwaffe. Ich sollte keine Probleme haben. Der Hund ist auch erstmal eingesperrt. Er hat nur Kopfschmerzen. Nicht aufs Handy gucken, während man wach hält. Geil, was der auszählt. Boah, vor allem, ich habe den in den Arsch geschossen. An seinem Arsch ist keine Weste. Oh. So ein Bullshit einfach. Moment, ich nehme mal den Helikopter.
Und ja, ich könnte aufs Dach gehen. Was bringt mir das? Nix. Ja, es wird direkt gefeuert. Boah. Ich erinnere mich, irgendjemand hat mal in den Kommentaren geschrieben, ich soll mich schon mal auf spätere Missionen freuen. Und ja. Oh, jetzt blockt mich doch nicht hier die ganze Zeit. Weil das ist ja wirklich voll der Arschfick, die Mission. Physik der Arschloch. Oh. Das wird heute nichts, ey. Das wird heute einfach überhaupt nichts. Warum dann steht da die Hebebühne, die mir eigentlich überhaupt nichts bringt? Null. Gibt keine Alternative. Mal wenigstens dieses scheiß Foto nochmal. Ja, bitte sehr. Krass. Ich wünsche, ich hätte einen Raketenwerfer. Scheiße, wann ist das passiert? So, steht da hinten noch einer? Wo ist der hin? Oh, kriegst gleich eine Beschreibung. Jetzt hat der mich da hinten gesehen. Zieh den Blödsinn mal rein. Na toll. Ohne Kack, ich hab die blockiert und die sind da einfach durch. Geh weg, Hund. Hab ich eigentlich irgendeine Chance, ab der Situation
Ne, es kommen einfach unendlich viele Verstärkungen, ey. Ja, jetzt sucht mich auch noch die Polizei. Da soll ich mit dem Taco-Wagen vorfahren, dann würden alle versuchen, Tacos zu bekommen. Lass dich nicht abdrängen! Bleiben Sie versucht, ihm den Weg zu versperren gleich. Na, immerhin mal. Ah, macht's nichts, die holen noch mehr Verstärkung. Ach ja, fahr einfach nur im Kreis. Hier spricht die Polizei. Halten Sie sofort an. Ich habe irgendwas gesprengt und zerstört damit. Hey, mein Auto ist blockiert. Fuck! Ja, auch wieder genau zwei neue. Naja, ich mache halt ein bisschen Zerstörung hier. Das ist genau die Scheiße, die ich brauche. Einfach nur eine fette Waffe. Scheiße. Jetzt wissen die schon nicht mehr, wo ich bin. Ich habe gerade noch von denen geschossen vom Dach her. Na komm, es muss doch irgendwie möglich sein. Guck dir die Scheiße an. Boah, diesmal habe ich kein Glück mit der Tür, ne? Ist er nicht? Ich muss das über die...
Aber ich kann ja auch nicht durch ein Fenster gucken und das Ding sehen. Gibt es hier irgendwo ein Loch, um reinzukommen? Nö, auch nicht. Die Tür ist immer noch zu. Ja, jetzt habe ich Geld. Toll. Aber hier oben ist auch kein Durchgang oder sonst irgendwas, um da unten reinzukommen. Die Viecher haben ja auch schon wieder vergessen, dass ich da bin. Ich meine, die anderen natürlich total realistisch agierenden Menschen. Ja, alles super, alles toll. Hier ist auch nur das Auto. Da unten wäre ein kleiner Durchgang gewesen. Ist er nicht, soll das Fenster zerschießen auf der anderen Seite. Kann ich überhaupt sowas? Nö, kann ich überhaupt nicht. Also wie soll ich in so eine Scheiße reinkommen? Kommt dann irgendwann einer mal und sagt, mir ist so warm, ich mach mal Fenster auf. Nein, wird es auch nicht geben. Und hier gibt es auch kein Loch im Boden. Ich wette, der Lo weiß schon, wo du bist. Gar nichts. Ach so, hier könnte ich rein. Boah, die Tür habe ich die ganze Zeit übersehen. Hier ist eine Treppe nach oben. Ach du Scheiße. Jetzt reicht's mir. Ich lasse ein paar von euch am Leben. Ich schicke dir ein Bild von dem Typen. Sag mir, was los ist. Scheiß drauf. Ah, da kommt einer die Treppe hochgelaufen. Gib Gas! Schneller, 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 schneller! Ich muss mich umdrehen! So, machen wir den Bereich dicht. Fuck off, ey. Oh, ich bin zu blind einfach, ey. Ich glaube, nach der müsst ihr mal erstmal Feierabend für heute. Hey, du gibst mir Deckung, stimmt's? Alles für ein Tablet. Mein Gott. Hallo? Hilfe! Das ist vielversprechend. Mal sehen, was du versteckst. Hast du was Gutes? Dokumente. Hast du Chinesisch? Nein.
aber Karten und Diagramme lesen. Karten und Diagramme von was? Computerknoten, Generatoren, eine schwimmende Serverfarm. Internationales Gewässer, irgendwo beim Kabel zwischen China und den USA. Die Pazifikflotte scheucht schon seit Jahren Schiffe und Unterseeboote da weg. Aber die haben recht viel Nass zu überwachen. Nicht, wenn du die richtigen Koordinaten hast. Vielen Dank, Ordnung, Schuhboys. Schön, und jetzt verschwinde da. Mein Gott, haut der ab oder will er kämpfen? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach vorne raus. Uah, ziemlich hell. Sieht doch nicht so aus, als wenn hier noch jemand wäre. Whether you're a graduate, a student, unemployed, an immigrant, or a seasoned veteran.